Mich fasziniert, dass durch wenige Klicks große Anlagen bewegt werden. Hier in der Grundausbildung erlernen wir die Grundfertigkeiten der Verdrahtungstechnik. Der größte und wichtigste Teil ist jedoch die SPS-Programmierung. Mit Hilfe einer Software lässt sich hochkomplexe Anlagen programmieren. Hierbei verhält sich die CPU, also die SPS, wie das Gehirn einer Anlage. Sensoren erfassen verschiedene Messwerte, geben diese an die CPU weiter, die SPS verarbeitet das Ganze und das wird dann wieder ausgegeben, hier zum Beispiel an den Bohrer oder zum Beispiel an den Motor, wie hier zu sehen. Weitere Ausbildungsinhalte sind Elektropneumatik, Wechselstromtechnik, Regelungstechnik, die Antriebstechnik und der Grundkurs Metall. Während der Ausbildung schauen wir auch in verschiedene Fachbereiche, wie zum Beispiel Elektro- und Leittechnik. Also, im Wasserkraftwerk in Kochnow haben wir eine Störung. Da würde ich jetzt mal bitten, dass hier gerade dein Vater mal guckt, wo das Problem liegt. Ah, bei Maschine 2 ist eine Warnung. Oh, das ist ein Grenzwert überschreiten. Gehen wir raus und gucken an, was da los ist, oder? Ja, machen wir. Durch Softwareüberprüfung lokalisieren wir den Fehler. Hier konnten wir die Anlage wieder instand setzen durch eine Änderung der Software. Der Beruf des Elektronikers für Automatisierungstechnik ist ein Beruf mit Zukunft, der in vielen Industriezweigen gebraucht wird. Wenn du neugierig geworden bist, dann komm in unser Team. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Du solltest mindestens einen guten Hauptschulabschluss haben, technisches Verständnis und Interesse im Umgang mit großen elektrischen Anlagen. Und vielleicht sehen wir ja dich schon bald in der Ausbildung.